aus und vorbei. Die Ära Baerbock und Habeck als grüne Parteispitze ist zu Ende. Die neuen Vorsitzenden sind gewählt, Omid Nuripur und Ricarda Lang. Herzlich willkommen zum Bericht vom Parteitag von Bündnis 90, die Grünen. Ja, große Fußstapfen sind das, in die die Neuen da treten. Robert Habeck und Annalena Baerbock waren die bisher erfolgreichsten Parteivorsitzenden, wenn man auf die Wahlergebnisse schaut, die die Grünen jemals hatten. Auch wenn es für ihre ganz großen Träume nicht gereicht hat. Daran anknüpfen wollen Ricarda Lang und Omid Nuripur II, die bisher nicht jeder auf dem Schirm hatte. Und deshalb stellt Nicole Konert die beiden kurz vor. Das sind die beiden Neuen. Ricarda Lang, 28, gilt als unbequem, gehört dem linken Flügel an und hat jetzt schon viele Titel wie die Störenfriedin oder die Kämpferin. Gegen Hass und Hetze gegen sie persönlich hält sie mit Bildern und Reden dagegen. Meine Resignation bekommt ihr niemals, aber dafür unter aller Widerstand. So richtig öko ist sie nicht, eher eine grüne Hedonistin. Klar aber in der Frage, ob Gas und Atom nachhaltig sind. Es ist, als ob ich bei der Lebensmittelkennzeichnung sagen würde, Alkohol ist besonders gesund. Sie ist Tochter einer Sozialarbeiterin, soziale Gerechtigkeit ihr wichtig. Sie belastet eine Corona-Bonuszahlung an den Parteivorstand, auch an sie als Vize, 1.500 Euro, die Ermittlungen laufen. Länger bei den Grünen dabei ist Omid Nuripur, 46 Jahre, nennt sich selbst Frankfurter Bub im Bundestag. Als Joschka Fischer Tschüss. Sagte, rückte Nuripur im Bundestag nach. Fischer mochte Rock'n'Roll, Nuripur? Ich habe Rock'n'Roll noch nie gemacht, ich bin eher Hip-Hopper. Hip-Hopper und Eintracht-Frankfurt-Fan, geboren im Teheran. Außenpolitik ist sein Thema. Wer sich selbst nicht achtet, er wird auch nicht ernst genommen. Und deshalb ist eine Außenpolitik ohne Werte auch grundsätzlich eine schlechte Außenpolitik. Über sicherheits- und außenpolitische Themen ist auch er zu den Grünen gekommen. Er ist alles, aber kein Öko. Ja, und Ricarda Lang ist mit einer Covid-Infektion in häuslicher Isolation. Deswegen, Herr Nuripur, herzlich willkommen an Sie. Ja, wir haben es gerade gehört. Alles nur kein Öko, sagen Sie von sich selber. Haben Sie sich in der Partei geirrt? Nein, überhaupt nicht. Die Grünen haben ja verschiedene Säulen auch in ihrer Gründung gehabt. Wir kommen von der Frauenrechten, kommen von der Friedensbewegung, wir kommen von der Bürgerrechtsbewegung und eben von der Umweltbewegung. Und all das hat hier Platz. Und wir sehen in diesen Tagen, dass natürlich die Klimakrise die größte Aufgabe von allem ist. Und ich habe auch in der Außenpolitik sehr, sehr viel gelernt, was man machen muss und dass das Thema extrem relevant ist und dass man sich dem auch stellen muss. Aber wir haben hier Platz für alle. Aber Sie sagten es gerade, Sie sind sehr profiliert als Außenpolitiker, Frau Lang vor allem als Sozialpolitikerin. Es ist ja schon auffällig, dass jetzt zwei an der Spitze der Grünen Partei stehen, die erstmal nicht, wo Klimaschutz nicht das Kernthema ist. Das bei dem, wobei es das gerade das wichtigste Thema ist in dieser Regierung, in dieser Zeit. Könnte das zu einem Problem werden? Ich sehe das nicht. Erstens haben wir ganz viel Expertise in diesem Bereich und wir reden ja auch alle sehr viel miteinander. Und zweitens kann ich das nur wiederholen. Ich habe als Außenpolitiker gelernt, wie relevant das Thema ist. Ich habe in Staaten wie Nepal, Brasilien, aber auch in Syrien gesehen, was die Klimakrise gerade macht. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Problematik. Das ist die Menschheitsaufgabe, die Frau Bundeskanzlerin AD immer gesagt hat. Das Problem war nur, sie sagte das immer und wir saßen da und fragten uns, was jetzt passiert. Dass jetzt was passieren muss, ist jetzt offensichtlich und dafür sind wir jetzt in der Regierung. Ihre Aufgaben, die auf Sie zukommen, Ihre Herausforderungen, wollen wir gleich mal schauen nochmal, Herr Nuripur. Deswegen reden wir da gleich weiter, denn der Job von Ricarda Lang und Omid Nuripur dürfte ungleich schwieriger werden als der ihrer Vorgänger. Die konnten noch in der Opposition die Partei neu aufstellen, Dinge versprechen und standen allein im Rampenlicht. Das ist jetzt anders. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen die neuen Minister und die Parteispitze. Die muss jetzt vor allem deren Kompromisse erklären. In der Vergangenheit hat das schon mal nicht gut geklappt. Christian Feld. Jürgen Trittin war bei den Grünen schon vieles, Parteivorsitzender und ab 1998 Bundesumweltminister. Schönere Krawatte als heute. Die erste Bundesregierung mit grüner Beteiligung und die ersten Regierungsjahre sorgen schnell für Enttäuschungen. Realpolitik. Statt grüner Ideale. Beispiel Kosovo-Einsatz. Auch der Atomausstieg kam nicht so schnell wie von vielen Grünen erwartet. Ein Thema, das zur DNA der Partei gehört und nicht nur Teile der Basis enttäuscht. Landtagswahlen gingen verloren, Krise. Kann das wieder passieren?
Ich glaube, große Teile unserer Basis wissen, dass das Leben kein Ponyhof ist und dass man nie alle Wünsche erfüllt bekommt, sondern ständig abzuwägen hat zwischen unterschiedlichen Zielkonflikten. Und insofern glaube ich, dass es natürlich Frust auch immer geben wird, aber im Großen und Ganzen wird diese Koalition von dieser Partei und ihren jetzt 125.000 Mitgliedern getragen. Wunderbar. 2 Jahre war ich da alt. Im Jahr 1998. Bruno Hönel, Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein. Jetzt 25, Teil der neuen Fraktion. Die ist größer, jünger, muss auch ihre Rolle finden zwischen Idealen und Regierungskompromissen. Und dann ist da noch die Partei, jetzt mit neuer Spitze. Natürlich hat dieser Bundesvorstand auch die Aufgabe, fernab von Regierungen und Koalitionen die grüne Positionierung voranzutreiben und auch klar und deutlich zu formulieren. Auch das wird wichtig sein in den nächsten Monaten und Jahren. Das Zusammenspiel von Regierung und Partei, hier können die Grünen von früher lernen, wie es nicht laufen sollte. Kein bisschen Frieden zwischen Ministern und Parteispitze. Diese gebetsmühlenartig wiederholte Drohung mit dem Ende der Koalition, wenn sich die Partei erdreistet, die vorliegende Vereinbarung auch nur zu hinterfragen, geschweige denn autonom darüber zu befinden. Jetzt also für die Grünen der zweite Anlauf als Regierungspartei auf Bundesebene. Die bisherigen Vorsitzenden sind im Kabinett und geben den Stab weiter. Annalena und Robert haben uns sozusagen auf den Berg gebracht. Und jetzt müssen Ricarda und Omid uns über die Höhenwanderung leiten. Ja, Herr Nuripur, Sie haben es gehört, Höhenwanderung ist angesagt. Klingt ja erstmal ganz schön, aber rechts und links, da droht der Absturz. Im Zweifel geht es jetzt nur noch bergab, oder? Ich muss zugeben, ich bin erstmal beeindruckt von den poetischen Fähigkeiten von Jürgen Trittin, den ich sehr schätze. Er hat den Atomausstieg, der ja gerade hier Thema war, was ja so kontrovers war, damals ja federführend ja auch nicht nur begleitet, sondern durchgesetzt. Und Ende dieses Jahres gehen die AKWs vom Netz. Und das ist spürbar, das ist erlebbar, dass wir da Erfolge hatten. Und das werden wir natürlich auch weiterhin liefern müssen. Und da ist die Partei einfach anders. Und wenn ich noch ein Letztes sagen darf, Baerbock, Habeck, die uns dahin gebracht haben, auf diesen Gipfel gebracht haben, die sind ja nicht weg. Die sind weiterhin da, die wissen, dass die Parteispitze relevant ist und wir werden engstens miteinander abgestimmt sein in den nächsten Wochen und Monaten. Aber Sie haben gerade, der Atomausstieg, genau, das war aber damals, das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert. Jetzt werden sozusagen die Erfolge eingefahren. Damals, zu dem konkreten Zeitpunkt, war die Basis enttäuscht, dass es eben nicht so schnell ging. Und sie haben Landtagswahlen danach verloren. Genau, die Gefahr, die droht ja jetzt auch gerade beim Thema Klimaschutz, dass sie da ihre Basis enttäuschen. Gerne. Sie sehen das nicht so. Das sehe ich nicht so deswegen, weil damals das wirklich komplett Neuland war, das Regieren für uns. Und wir haben dort Dinge sehr kontrovers diskutiert. Und wir haben eine SPD gehabt, die noch nie mit uns regiert hatte auf dieser Ebene. Und dementsprechend war es auch kompliziert, die Dinge durchzusetzen. Aber die Partei hat ja die letzten Jahre gesehen, wie es ist zu regieren. Wir haben jetzt 10 Landesregierungen, an denen wir beteiligt sind. Die Leute wissen, dass Kompromisse zum Geschäft dazugehören und Wesenskern der Demokratie sind. Und wichtig ist, dass wir die Perspektive weiterhin weisen und sagen, dass wir Tempolimit spätestens in 4 Jahren natürlich nochmal auf die Tagesordnung setzen werden. Aber die Realität ist zu verändern und das haben wir hinbekommen und das werden wir auch. Sie sagen immer, Sie wollen auch eigene Impulse als Parteispitze da setzen. Welche sollen das denn zum Beispiel konkret sein? Wir haben ja einen Koalitionsvertrag, dem wir verpflichtet sind. Wir sind vertragstreu und verlangen das von den anderen auch. Aber wir haben ja auch ein Wahlprogramm. Und dieses Wahlprogramm ist die Grundlage für all die Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag geregelt sind. Und dementsprechend ist der Parteivorstand auch Hüter und Verfechter dieses Programms, was wir zusammen beschlossen haben. Aber wollen Sie denn mit diesem Wahlprogramm dann sozusagen nochmal Druck auf die Koalition machen? Wir wollen keinen Druck machen auf die Koalition jenseits derer Mitglieder, die wir dort haben, die unsere Solidarität verdient haben, unsere Regierungsmitglieder. Wir werden engstens miteinander abstimmen, aber natürlich das eigenständige Profil der Partei auch nochmal in verteilten Rollen und koordiniert herausstellen. Sie werden ja trotzdem Kompromisse verkaufen müssen, ja, das steht ja fest. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da mehr die Basis beschwichtigen müssen oder dass Sie da eher die Minister bestärken? Was ist da Ihre Aufgabe? Wir haben eine Scharnierfunktion. Die Ehrenamtlichen müssen wissen, warum welche Kompromisse gemacht worden sind. Die wird es geben. Und die müssen wissen, wo es am Ende hingeht, was die langfristige Perspektive ist. Und die Hauptamtlichen müssen ein offenes Ohr haben für die Belange, für die Empfindungen, für die Kritik, für die Impulse, für die Vorschläge der Ehrenamtlichen. Scharnier, das Wort fällt ja relativ häufig in letzter Zeit. Für mich klingt das erstmal überhaupt nicht sexy. Das ist für mich ein Ding, was zwei Politik. Bewegliche Teile zusammenhält und eigentlich nur auffällt, wenn es nicht funktioniert. Das,
ich weiß ja nicht, wie Sie wohnen, aber bei mir zu Hause sind die Scharniere ganz wichtig, damit ich die Türen auch wieder zumachen kann. Sonst gibt es entweder eine geschlossene Tür, durch die ich durchkomme, oder man kann keine Türen schließen. Genau, aber Sie fallen im Zweifel nicht auf. Erstmal ist die Tür das Vorrangige. Es geht hier nicht um Aufsfallen, es geht darum, dass das funktioniert. Es geht darum, dass wir als Regierung liefern. Und da werden wir helfen müssen, unseren Leuten in der Regierung, die einen Riesendruck haben. Aber wir werden natürlich auch die Stimme der Partei sein, wo es darum geht, dass das eigene Profil nach vorne gestellt wird. Liefern müssen Sie auch beim Klimaschutz. Und da werden Sie, einige der Klimaschützer, haben Sie da schon enttäuscht, dass da im Koalitionsvertrag nicht das drin stand, was die sich erhofft hatten. Das müssen Sie erklären, auch warum vieles teurer wird. Da haben Sie jetzt schon ein konkretes Problem, nämlich bei den Energiepreisen. Hören wir da doch mal rein, kurz. Steigende Strompreise. Einfach dreifachen Preis kann eigentlich nicht in einem Sozialstaat so sein. Höhere Benzinkosten. Wenn Sie an der Tankstelle stehen und gucken sich das mal an, ein Liter Benzin, 1 Euro kassiert die Regierung. Und Menschen, die das nicht mehr zahlen können. Wie soll man dann andere Sachen tragen, die teurer werden, wenn aber der Lohn geringer wird? Durch Energiesparen geht es nach den Grünen. Er hilft dabei. Ich bin Sven. Wenn ich komme, gehen die Lichter aus. Sven Schoß vom Caritasverband gibt Sozialhilfeempfängern Energiespartipps. Er dreht die Temperatur hoch, wenn draußen kalt ist. Er dreht die Temperatur runter, wenn es draußen warm ist. Und unter Umständen fängt er dann irgendwann an, die Straße zu heizen. Die Energiepreise, eine enorme Belastung für sozial Schwache, sieht er. Und der Druck wird immer größer. Wenn die ersten Stromrechnungen reinfliegen sozusagen, und das wird im Frühjahr und im Sommer der Fall sein, dann wird die große Welle und der große Knall erst noch kommen. Und diejenigen, bei denen der große Knall schon angekommen ist, suchen Schuldige. Grünen, die wollen alles grün haben, aber bezahlen tut die breite Masse. Und das ist immer der Verbraucher. Und die Großen kriegen noch Prozente. Aber so waren die Grünen schon immer. Na, Herr Nuripur, so waren die Grünen schon immer. Die Grünen, die das alles teurer machen, das Image, werden Sie irgendwie nicht so richtig los. Haben Sie Angst, dass das jetzt auch nicht besser wird? Es ist offensichtlich, dass die Strompreise, vor allem die Energiepreise, jetzt dramatische Maße annehmen. Wir sehen, dass Leute wegen der Stromrechnung alleine in die Grundsicherung fallen. Die Antwort darauf ist aber nicht weniger Klimaschutz. Weil wenn weniger Klimaschutz gemacht wird, dann sind diese Leute ja genauso hart betroffen und sogar härter, wenn sie schwächere sind sozial. Aber sozialer Ausgleich wäre sozialer Ausgleich. Deshalb gibt es jetzt einen Heizkostenzuschuss. Deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich die EEG-Umlage abschaffen, damit so schnell wie möglich auch die Energiepreise ein Stückchen runtergehen. Aber am Ende des Tages werden wir von den Fossilen runter. Die einzige Antwort auf diese Energiepreise langfristig, ohne dass ich jetzt ausschweigen will, dass wir kurzfristige Maßnahmen brauchen, ist erneuerbare Ausbauen. Was anderes hilft nicht. Also Sie sagen es genau, langfristig erneuerbare Ausbauen, schön und gut. Jetzt im Hier und Jetzt haben die Leute halt die hohen Stromrechnungen, die hohen Energiepreise. Die EEG-Umlage senkt, nur ganz kurz, das wird ja auch nicht reichen, dann steigt der Strompreis im Zweifel ein bisschen langsamer. Was ist eigentlich mit dem Energiegeld? Das hatten Sie ja auch versprochen im Wahlprogramm. Da sehe ich im Moment keine großen Bemühungen. Hat das keine Priorität mehr? Wir haben ja, wie gesagt, einen Koalitionsvertrag, in dem das nicht drin steht. Da steht aber die Einführung des Klimageldes drin. Und man muss jetzt natürlich gucken, dass man das alles schneller macht. Aber das wird alles nicht ausreichen, wenn wir nicht auch noch eine beherzte Sozialpolitik machen, wenn wir den Familien helfen, wenn wir den Leuten, die jetzt wirklich in Schwierigkeiten kommen, an der Stelle helfen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die Ursache dieser Energiepreisexplosion doch nicht in erster Linie gar nicht der Klimaschutz ist, sondern auch ist, dass beispielsweise Russland letztes Jahr ein Drittel weniger Gas geliefert hat, aus dem Nichts heraus. Und das hat natürlich auch die Preise massiv angetrieben. Damit haben Sie recht. Kurz noch die Schlussfrage. Was macht Ihnen mehr Angst? Die Kritik der Klimabewegung, dass alles nicht schnell genug geht, oder die der Menschen, die sich höhere Energiekosten nicht leisten können? Ich habe die zweite Hälfte nicht verstanden. Die Menschen, die Angst vor den Menschen, die sich das alles nicht leisten können und deren Kritik. Es ist ein Ausgleich zu finden, und ehrlich gesagt, der Druck der Straße, gerade von der Klimabewegung, ist ja unser Rückenwind. Wir sind ja Werte und Zielpartner an der Stelle. Deshalb müssen wir gucken, dass wir in der Kürze der Zeit, die es braucht, jetzt Maßnahmen auf den Weg bringen, die den Leuten helfen, damit sie nicht verelenden, weil die Energiepreise explodieren. Herr Nuripur, Sie haben viel zu tun, das haben wir gesehen. Wir werden das im Auge behalten. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Und Danke. Damit ist unser Parteitag schon, unser Bericht vom Parteitag schon wieder vorbei. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Ich glaube, dem Anspruch moderner und flexibler Arbeit.